Ja, vielen Dank. Von mir gibt es eher eine fachliche Rede zu dem ganzen Bericht, zu den 208 Seiten. Erstmal vielen Dank, Herr Hampel, für die Ausführungen. Was mir direkt aufgefallen ist, tatsächlich beim Einstieg des Berichtes hätte ich eine direkte Sprachkritik. Sie sprechen dort gleich im Einstieg auf Seite 22 von der Flüchtlingswelle. Ich finde, diesen Begriff sollte man im Jahr 2020 und 2021 vielleicht nicht mehr einfach so reproduzieren. Ich möchte Sie bitten, das in der Zukunft vielleicht anders auszuformulieren. Vielen Dank. Das Gleiche gilt für den Begriff Flüchtlinge. Auch hier hat sich eigentlich ein Shift entwickelt und man spricht eher von geflüchteten Menschen, weil das die Personen einfach in ihrer gesamten Geschichte und Historie besser berücksichtigt. Zusätzlich geht es auch bei den Personenbeschreibungen, bei den Genderbeschreibungen. Es gibt mal der Zuwanderer, mal die Zuwanderin. Dann fehlt aber dieser Verweis wieder in den einzelnen Statistiken. Es gibt keine, also der Bereich divers fehlt komplett. Wir haben des Weiteren grundsätzlich immer diese Unterscheidung in Deutsche und Nichtdeutsche. Wir hatten das letzte Jahr schon als Thema. Sie haben gesagt, das ist einfach eine statistische Erhebung und so notwendig. Und ich glaube, auch bundesweit wird es so gefahren. Ich finde trotzdem aber immer wieder diese Abgrenzung mehr als kritisch und würde mal vorschlagen, wie wäre es denn mal mit europäisch und nicht europäisch? Einfach um mal so einen Shift wegzuschaffen von diesem deutschen Ansatz. Zusätzlich auch als direkte Bitte auf Seite 36 schreiben Sie, es gibt rechte, rassistische, antisemitische sowie homophobe Gewalt. Hier fehlt auch verschriftlicht die Gewalt gegen trans, inter und non-binary Menschen. Die Gewalt gegen alle marginalisierte Gruppen, gegen die gesamte LGBTIQ-Gruppe. Das haben Sie jetzt mündlich hier vorhin auch schon so ausgesprochen. Ich würde Sie bitten, das auch in dem schriftlichen Bericht somit aufzunehmen. Zusätzlich auch letztes Jahr schon angemerkt, Sie sprechen bei der Hasskriminalität oder verschriftlichen bei dem Bereich Hasskriminalität den Bereich, es gehe um sexuelle Orientierung. Auch das ist so nicht richtig. Es geht um sexuelle Identitäten. Ich bitte Sie, das jetzt nach dem zweiten Jahr meiner Anmerkung vielleicht mit aufzunehmen und zu ändern. Wir können dazu auch gerne in Austausch gehen oder auch mit der Gleichstellungsstelle der Frauen. Da gibt es, glaube ich, viele, viele Fachstellen in München, die Ihnen da auch gerne nochmal Input geben. Zum Thema Pandemie konkret hatte ich eine weitere Frage. Sie sprechen davon, dass es einen Rückgang von Gewalttaten unter Alkoholeinfluss gibt. Kann denn vielleicht das Ausfallen des Oktoberfestes hier ein Changemaker sein? Also es ist möglicherweise auch so, dass wir gar keinen kommunalen Sicherheitsplan brauchen, sondern vielleicht nur kein weiteres kollektives, globales Besäufnis. Zusätzlich sprechen Sie bei der Pandemie, es gibt keinen erheblichen Corona-bedingten Anstieg im Bereich der häuslichen Gewalt und sprechen von einem Anstieg, einem statistischen Anstieg, wie Sie auch mündlicher gerade ausgeführt haben, um 2,9%. Gleichzeitig wissen wir über den Weißen Ring. Die haben im Jahr 2020 einen Anstieg von 10% verzeichnet an Personen, die sich an sie wegen häuslicher Gewalt gemeldet haben. Auch weitere Sozialverbände und Frauenrechtsverbände sprechen davon, dass es eigentlich nur eine Verlagerung der Gewalt oder nicht eine Verlagerung, sondern dass die Pandemie eigentlich nur dafür sorgt, dass die Gewalt innerhalb der vier Wände weiterhin stattfindet und die hilfesuchenden Stellen nicht aufgesucht werden können. Ich würde Sie da auch da bitten, auch wenn es nur eine rein statistische Wiedergabe ist, hier vielleicht doch etwas sorgfältiger und mahnender auch in den Bericht reinzuschreiben, dass das eben nur statistische Zahlen sind und diese möglicherweise nicht die tatsächlichen Fälle an Gewalt oder an häuslicher Gewalt abbilden. Da komme ich gleich weiter zu dem Punkt Sexualdelikte oder dem ganzen Bereich. Ich finde auch, und da schließe ich mich dem Herrn Oberbürgermeister an, es ist ein besorgniserregender Anstieg in den Fällen der Kinderpornografie. Mir fehlen da auch wirklich die Worte. Ich danke allen Kolleginnen und Kollegen bei Ihnen vor Ort, die in diesem Bereich arbeiten und auch wirklich wahrscheinlich unfassbare Arbeit leisten. Wir freuen uns, dass das weiterhin ein Schwerpunkt bleibt und ja, mehr kann ich dazu gar nicht sagen, da fehlen mir wirklich alle Worte. Was mich besorgt, ist aber auch gleichzeitig dann, dass wir insgesamt über 46 Fälle der Vergewaltigung und der sexuellen Nötigung in besonders schwerem Fall haben. Und jetzt bitte ich Sie nochmal auch,
um eine andere Formulierung in Ihrem Bericht. Wir haben auf Seite 57, jetzt muss ich ein bisschen ablesen, die Formulierung: Bei 44% der Opfer von Tötungsdelikten bestand eine bekannte Vorbeziehung zum Tatverdächtigen. Bei 22,5% dieser Opfer war der Tatverdächtige der Partner bzw. Ex-Partner. Dann nochmal, Seite 61. Bei 71,3% der Opfer von Vergewaltigung und sexueller Nötigung im besonders schweren Fall bestand eine Vorbeziehung zum Tatverdächtigen. Und so führt sich das weiter. Also ich lese jetzt mal nicht alles vor, weil sonst sprengt es hier den Rahmen. Was sich hier so beiläufig versteckt in vielen Teilen sind Femizide. Das sind Tötungsdelikte und Morde an Frauen, die sich aufgrund des weiblichen Geschlechts ereignen. Wir hatten dazu auch eine Kollegin, ich habe leider den Namen vergessen, es tut mir leid, eine Kollegin von Ihnen bei uns in der Gleichstellungsstelle, in der Kommission der Frauen, die auch da die Arbeit des Polizeipräsidiums aufgeführt hat und auch dargestellt hat. Ich würde Sie da eindringlich bitten, auch hier die Gewaltlage gegen Frauen etwas sensibler darzustellen und vielleicht auch den Begriff der Femizide oder auch statistische Erhebungen dazu in München mit aufzunehmen. Dann komme ich zu dem Bereich politisch motivierte Kriminalität rechts. Ich stolpere sehr über die Formulierung, in nur wenigen Fällen war ein Bezug zur Corona-Pandemie gegeben. Das entspricht überhaupt nicht den Nachrichten, die ich auch aus Ihrer Pressemeldung oder aus Ihren verschiedenen Pressemeldungen erhalte. Ich zitiere jetzt nur ein paar, weil man hat allein von November bis Dezember schon 5 Fälle in Ihren Polizeiberichten stehen. Zum Beispiel am 7. Dezember wird ein Mann am Hauptbahnhof aufgegriffen, stark alkoholisiert, ohne Mund-Nasen-Schutz, was ja ein typisches Zeichen auch dafür ist, dass es vielleicht doch einen Pandemiebezug hat. Wir hatten des Weiteren auch am 8. Dezember einen Fall, am 11. November, ich kann Ihnen die gerne auch noch mal schicken, aber es sind alles Kontrollen, die vielleicht auch zu dieser Pandemie-Situation, also zu diesem Verweigern des Tragens eines Mund-Nasen-Schutzes doch irgendwie auch dazugehören. Was mir fehlt, sind die auch pandemiebedingten Angriffe auf asiatisch gelesene Personen im Raum Münchens. Auch die gehören für mich sehr wohl zu den Auswirkungen der Corona-Pandemie dazu. Auch die verfassungsfeindlichen Flaggen, die sich auf verschiedenen Corona-Demonstrationen finden lassen. Und wenn ich jetzt noch zu der politisch motivierten Kriminalität und auch den Ausführungen Ihres Berichtes komme, ich möchte Sie wirklich eindringlich bitten, dass Sie in Zukunft auf das Wort, das Sie auf Seite 98 zitieren bei einem rassistischen Überfall, in Zukunft verzichten und diese beleidigenden Begriffe, die so nicht notwendigerweise nochmal dargestellt werden müssen, nicht weiter reproduzieren. Ich werde dieses Wort jetzt hier auch nicht noch einmal benennen, es ist Seite 98. Zusätzlich sagen Sie, dass es der rechten Szene weiterhin nicht gelingt, auch zu Zeiten der Corona-Pandemie die BürgerInnen für ihre Themen zu gewinnen und zu mobilisieren. Ich möchte Sie bitten, mir kurz darzulegen, wie Sie hier die Online-Aktivitäten, Telegram-Gruppen, verschiedene Chat-Gruppen und weitere Aktivitäten auch in diese Auswertung mit einbeziehen. Zusätzlich auch die Frage, wie werden da, also wenn Sie sagen, es gelingt nicht zu mobilisieren, wie sehen Sie hier die Zusammenhänge und die Verknüpfungen zu den Querdenken, Bewegungen und Demonstrationen und auch zu verschiedenen Demonstrationen von religiösen Fundamentalisten in München? Des Weiteren auch bitte eine Frage an Sie, Seite 126, verweisen Sie auf die sprengstoffverdächtigen Briefe, Päckchen und Funde. Wie sind hier die Ermittlungslagen in Bezug auf die rechte Kriminalität und rechte Gewalt? Dann der nächste Punkt, die politisch motivierte Kriminalität links. Sie haben es selber auch mündlich gerade nochmal aufgeführt. Es werden auf 2 Seiten Sachbeschädigungen dargestellt. Aber hier stolper ich tatsächlich wieder über die Formulierung. Es steht da, ein linksextremistisches Tatmotiv wird angenommen. Es wird weiterhin zitiert, es sind bislang unbekannte Täter. Werden hier also gerade ohne Ermittlungsergebnisse auch bestimmte Straftatbestände den linken Gewalttaten zugeordnet oder also ist das bei den rechten Straftaten genauso, dass ohne Ermittlungsergebnisse oder positive Ermittlungsergebnisse, dass schon damit reingerechnet wird. Außerdem möchte ich nochmal darauf hinweisen, Sie haben es ja auch mündlich gesagt, wir haben einen Anstieg bei der
bei den politisch motivierten Taten links, das sagen Sie selber, das sind Anbringungen von Schmierschriften, während wir bei den rechten Gewalttaten ja auch einen deutlichen Anstieg von körperlichen Übergriffen und körperlichen Gewalttaten haben. Auch nochmal auf die Querdenken-Demonstrationen möchte ich eingehen, auch wenn ich jetzt vielleicht nicht auf die letzte Demonstration am Marienplatz, Stichwort Polonaise, eingehen möchte. Das hat ja auch der Herr Vorländer wirklich sehr eindringlich schon gemacht. Vielen Dank dafür. Aber auch da, wir haben bei den Querdenken, die sind der politisch motivierten Kriminalität zugeordnet oder nicht zugeordnet. Also es gibt kein Rechts, kein Links, während ich aber auch sage, wir haben hier klar demokratiefeindliche Inhalte. Und es wurde ja auch seitens des Oberbürgermeisters hier auch schon eine Kritik geäußert, was da am Marienplatz auch passiert ist, auch auf der Theresienwiese oder zur Demo auf der Theresienwiese hatten wir eine sehr ausführliche Anfrage, in der, glaube ich, alle unsere Standpunkte auch sehr ausdrücklich schon aufgeführt waren. Sie sprechen auch im Polizeibericht von der Gewalt gegen PolizistInnen und Polizisten. Ich möchte Sie bitten, mir auch die Frage zu beantworten, wie viele Fälle gemeldeter oder angezeigter Gewalt seitens Polizeikräften gegenüber BürgerInnen hatten wir denn im Jahr 2020 und wie ist auch hier die Aufklärungsquote? Sie sprechen auch davon, es gibt den Gebrauch von Schusswaffen in der Stadt Münchens. Ich bitte Sie auch darzulegen, wie oft seitens der Polizei München von Schusswaffen Gebrauch gemacht wurden im Jahr 2020. Auch letztes Jahr von mir schon angesprochen, es geht auch um den Bereich der Videoüberwachung, auch die Bodycams. Ich finde, im Polizeibericht wird sehr positiv über den Einsatz der Bodycams gesprochen. Sie sagen, dass Ihre KollegInnen und Kollegen dadurch besser geschützt sind. Und dass es ein sehr objektives Beweismittel im Straf- und Ordnungswidrigkeitsverfahren ist. Meine Frage an Sie ist, und ich glaube, die hatte ich auch letztes Jahr gestellt, haben BürgerInnen und Bürger auch die Möglichkeit, auf die Aufnahmen der Bodycams zuzugreifen, wenn Sie zum Beispiel davon sprechen, dass möglicherweise Gewalt von PolizistInnen Ihnen gegenüber ausgeübt wurde? Zusätzlich auch die Frage der mobilen Videoüberwachung. Im Bericht schreiben Sie davon, die mobile Videoüberwachung wird eingesetzt beim Faschingstreiben und beim Oktoberfest. Das klingt jetzt alles total charmant und nett. Ich denke aber, es würde realistischer sein, wenn dort auch hingeschrieben werden würde, dass es natürlich auch auf Demonstrationen zum Einsatz kommt. Wie ist denn dann da die Auswertungslage und mögliche Ermittlungslage aufgrund dieser Videoaufnahmen? Zu den Tatverdächtigen. Auf Seite 42 schreiben Sie auch 21,5 der durch Zuwanderer, ich ergänze ZuwanderInnen, begangenen Hoheitsdelikte befand sich der Tatort in einer Asylbewerberunterkunft. Hier richtet sich jetzt meine Anmerkung überhaupt gar nicht direkt an Sie, Herr Hampel, oder an die KollegInnen, sondern eigentlich an die bayerische Staatsregierung. Weil wir alle wissen, dass diese endlich mal anfangen müsste, für eine sichere, menschenwürdige Unterkunft in Bayern zu sorgen für geflüchtete Menschen. Auch dann würde es wahrscheinlich so direkt dafür führen, dass wir eine bessere, noch bessere Sicherheitslage in München und in ganz Bayern hätten. Und das wollen wir anscheinend alle. Eine direkte Frage nochmal weitergehend an Sie, Herr Hampel, zu den Straftaten an den Schulen. Mir fehlt hier, vielleicht fand es ja auch nicht statt, aber das Teilen verfassungsfeindlicher Inhalte oder rechtsextremer Inhalte oder auch kinderpornografischer Inhalte in Chatgruppen. Gab es hier Fälle in München im Jahr 2020? Aus dem Umland sind ja Fälle bekannt geworden. Das ist die Frage, ob das in München auch kam. Dann noch eine Frage zu den Straftaten im öffentlichen Nahverkehr. Werden unter diesem Punkt auch die Verbrechen der Hasskriminalität nochmal aufgeführt, also die rassistischen, trans- und homophoben Angriffe, die zum Beispiel ja auch am 22. und 23. Juli auch laut Pressebericht im öffentlichen Nahverkehr stattgefunden haben. Ansonsten noch abschließend zur Kriminalitätslage Hauptbahnhof. Das habe ich, glaube ich, auch schon ausreichend im letzten Ausschuss, als wir das Alkoholverbot besprochen haben, ausgeführt. Und jetzt bin ich mit meiner sehr sachlichen Fragestunde und Anmerkungsstunde zu dem Polizeibericht fertig. Vielen lieben Dank.